Auf geht's zum Spiel Nummer 4 in der Arena. Die letzten beiden haben wir ja gewinnen können. Und ich kann es nicht oft genug betonen. Spiel 1 haben wir verloren, weil ich einen Disconnect hatte. Oder das Battle.net hatte einen Disconnect. Bisschen ärgerlich das Ganze, aber wir konnten es ja kompensieren durch zwei Siege in Folge jetzt. Mal schauen, was wir jetzt für einen Gegner bekommen. Ich hoffe mal darauf, dass wir keinen Jäger oder aber Paladin wieder als Gegner haben. Jeder gegen Ich hätte doch einfach meine Fresse halten Ich sollen. werde ehrenhaft kämpfen. Ihr habt es so gewollt. Aber okay, genau, ihr habt es so gewollt. Ich eigentlich nicht, aber wir haben halt nun den Paladin als Gegner. Den mag ich auch mit dem Jäger nicht. Oh, der Gegner fängt an. Ich grüße euch. Ja, Hallo. das tun wir auch. Er setzt die Runde aus. Das tun wir auch. Weil ich verschwende ungern meine Münze am Anfang. Die kann man ganz gut im Endgame gebrauchen. Melde mich zum Dienst. Da kommt so ein toller Rekrut. Und dann schauen wir doch mal langsam, dass wir ins Spiel reinfinden. Was ihr wolle. Ist zwar nicht so meine Spielweise, mit einer Spottkarte anzufangen, weil ich ganz gerne und immer häufig den Helden angreifen möchte, so am Anfang. Okay, ein Dschungelpanther. Das war gerade wieder ein bisschen laggy. Ja, wir können im Prinzip jetzt schon das Geheimnis ausspielen. Das ist zwar relativ früh am Anfang, aber das machen wir einfach mal. So, vielleicht weiß er dann direkt, wie der Hase läuft. Weil im Endeffekt ist ja egal, mit welcher Karte er angreift. Ah. Oh, wunderbar. Und direkt auch eine Geheimniskarte von ihm hinterher. Herrlich. Gefällt mir jetzt schon das Spiel. Okay. Ja, da kann man nicht mehr viel machen, wie gesagt. Die Münze, die will ich noch nicht ausspielen. Und wir haben ja noch unser Geheimnis da drauf. Da kann er jetzt mal ruhig angreifen. So. Zack. Bringt mir Stahl. Für den Kreuzzug. Heieieiei. Da kommt aber jetzt eine Menge Zeug raus bei ihm. Ja, okay. Geht ja bald nicht anders. Okay, das war jetzt nicht so tragisch. Aber er spielt gut. Also das mit dem Kartenziehen von ihm geht mir auf den Sack. Melde mich zum Dienst. So, da haben wir die Scheißkarte schon mal vom Feld. Jetzt ziehen wir noch ein paar Kärtchen dazu. Und da kann er mir ruhig jetzt ein paar reinbürgen in der Runde. Jetzt kommt er schon wieder mit seinem scheiß Dschungelpanther. Melde mich zum Dienst. Geht mir so richtig auf den Sack. Entschuldigt meine Ausdrucksweise, aber es ist so. So.
probiere es einfach mal. Vielleicht habe ich ja Glück. Immerhin ist er ja schon bei 8 Mana angekommen mittlerweile. Das sieht jetzt richtig übel aus. Naja, super. Kriege ich so eine Dreckskarte dazu. Ach, Kinders, nee, das ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich mir das gedacht habe. Mal da so zwei blöde Fünferkarten legen. Komm, und auf jeden Fall mal die weg hier. Aber letztendlich würde ich sagen, das geht diesmal an den Paladin. Ich weiß schon, warum ich die nicht mag. Befolgt die Regeln. Ach ja, wunderbar. Melde mich zum Dienst. Eieiei. Mit mir. So, die holen wir uns mal wieder zurück. Aber bei dem, was er da draußen liegen hat, sieht das Ganze nicht gut aus. Blut und Beute. Nee, das ist irgendwie alles nichts. Gut gespielt. Gut gespielt. Und jetzt geht's mir an den Kragen, jawohl. Aber ich habe auch nicht so gut gespielt, muss ich sagen. Ich habe da nicht wirklich aufgepasst. Aber okay, shit happens, das passiert. Da steckt man halt nicht drin. Wir sehen uns im nächsten Spiel. Das wäre dann Spiel Nummer 5. Danke fürs Zuschauen. Ciao.